Auf ein neues, zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Im letzten Part sind wir in Engine City angekommen, haben uns ein bisschen umgeguckt, sind hier dann, sind erst mal in das große Stadion gegangen, haben uns Nummer ausgesucht und so ein Zeugs. Haben schon zwei andere Challenger gesehen, sind dann ins Knospi Inn gegangen, um zu übernachten und da hat Team Yell, der Fanclub von Mary, schon mal Stress gemacht. Und sind jetzt aber abgezogen und wir checken jetzt langsam mal richtig ein. Ah, du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ah, du bist das, ja? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte dich auch noch aufrichtig für deine Hilfe von bedanken. Das war es, das ist unangenehm. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt. Am nächsten Morgen. Guten Morgen! Ab heute wird's wirklich ernst. Dieser Tag wird ein richtiges, wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Wie willst du noch Wettrennen machen? Der macht ja wirklich dem Rivalen aus der vierten Gen sehr viel Konkurrenz, muss ich sagen. Mhm. Also. Nur, dass man dann kein Geld verliert, wenn man bei ihm verliert. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Arena-Challenger. Soll ich dich zum Stadion führen? Ja, wir haben uns umgeguckt, also los. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Da wären wir schon. Das ist hier das Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Da steht schon wieder da. Oh, du bist's. Veranstaltung zur Arena-Challenge, die zur Arena-Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Ich schlage dir also vor, dich jetzt umzuziehen. Weil die Uniform steht dir ausgezeichnet. Ja, mit dem Rot. Und die Trikotnummer 412 rundet das Gesamtbild nochmal sehr elegant ab. Alles gut. Es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge beginnt gleich. Oha. Jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Ja, das wissen wir schon. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Gala-Region zu eröffnen, die Arena-Challenge. Warum haben die da mehr Mieren? Was soll das? Das darf ich nicht an. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena und Nagata darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, seinem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen Tosenapplaus für unsere Arena-Leiter. Ja, wenn man zählen kann, sind es aber nur 7. Ja, Roder, fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Saida, das Wunderkind des Gala-Karate. Niemand kennt den Kampftyp so gut wie sie. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Gesteinsexperte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Rennleiter Roy, der Drachensturm. Einer der Arena-Leiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Gala, unsere Arena-Leiter.
Alle laufen einfach weiter und wir. Oh. Das war's. Ich fass es nicht. Nur vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich hätte aber noch voll lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Naja, beiden. Endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das nicht mal die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Habt ihr etwa schon eigene Dynamax-Bände? Das hat euch bestimmt einen Wunschstern gegeben und ihr euch hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Oh, ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns ein besonderes spannender Arena-Challenge. Sehr schön, die Besucher der Gala-Region werden übersprudelt vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen, ich habe nämlich nur einige dringende Termine. Macht's gut. Tschüss. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Gut zu jetzt, drei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Was hat denn Delion für eine Stimme von dir? Was geht denn ab? Weiß ich, die hat immer eine andere. Ja, der hat immer eine andere, ist halt so. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen. Die Arena-Leiter von Gala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen wartet in Turfield. Da kommen über drei gute Arena-Challenge, ja, kennen wir schon, ist okay. Braucht man sich erklären. Tschüss, puff. Oh, auf geht's nach Turfield. Weißt du schon, wo du dein nächstes Teammitglied kriegst? Nee, ich weiß nicht mal mehr, was mein nächstes ist. Denke mal, das Essbare. Also, hey, Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ach, sie sind das, hallo. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung, hier hast du ein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit dem Flugtaxi fliegen. Das war ja an jedem beliebigen Ort, wo du schon mal warst. So schnell kriegt man das hier in dem Spiel einfach. Ich zitiere aus der Anleitung. Ja, du kannst es benutzen mit X und dann kannst du mit der Karte das auswählen. Und dann kannst du den fliegen, wohin du willst, wenn du schon mal da warst. Es ging hier ab. Voll Verabschiedungskomitee. Okay. Tschüss. Wo bist denn du hin? Woanders denn als du, ah. Ist aber schlecht. Ach, wer ist denn da? Na gut. Ist erst ganz Neues. Da bist du ja. Ich hab die Idee. Wie wär's denn mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Na, das will ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Ja, lass mich raten, du hast wieder drei Pokémon. Ja. Nee. Na, schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Für dich wahrscheinlich nicht so gut. Stand Pauke. Wie viel zieht's ab mit Step und. Doch nur drei, aber das passt schon. Noch mehr Stand Pauke. Yeah. Och man, Marvin ist zu langsam. Na, ich bin schneller als er, aber hilft jetzt nicht unbedingt viel. Hab ja auch. Hat der nicht sogar das Wesen ein bisschen langsamer macht? Ja. Würde man sagen. Tschüss, Wolli. Och. Memeon, ja, genau. Sinn? Ich sollte mich nicht so freuen jetzt. Übersprudelnde Wasserkraft, wir geben alles.
Aquaknarre, oh nein! Okay, das war... Was? Okay, ich glaube, ich sollte doch nicht mit ihm gegen ihn kämpfen. Eie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 
Ach, come on. Nee. Ist das eigentlich... Oh. Meine Verbrennung ist auch nicht schön, aber das passt schön. Glück war ich schon gut shoppen. Lass das mal bitte. Voll. Ich glaube, ich gebe den doch den Seidenschal. Kopfnuss ist einfach viel zu heavy, aber ich weiß nicht. Muss man den... Beides sinnvoll. Mach ich den? Oh Gott. Tranki Bubu. Los. Oh, da ist ein Item. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Heilbälle. Wow. Benutzt irgendjemand überhaupt? Hey! Ich wollte noch gar nicht. Was soll denn das? Können Sie auf so viele Trainer zu machen? Sie mussten ja an Kotomi reinlaufen. Ja. Weil? Ich das töten wollte. Okay. Das ist ganz Grunde. Einfach. Die hat mich einmal angeguckt, das war nicht der Plan gerade. Tut mir leid. Wie sie sich freuen. Bitte was? Ja, natürlich! Ja, Kampf ist halt kacke, ne? Ja, okay, aber doch nicht. Das hat wehgetan. Du blöder Panda. Ich weiß, warum ich Beleber gekauft habe. Kann der noch irgendwas krasses? Oh, jetzt macht er wieder auf Kopf hoch. Ha, ja, natürlich. Nein, jetzt werde ich auch noch rausgeswitcht. So wie das sein muss. Das will ich nicht. Lass das mal schön bleiben. Nein. Au. Also wenn Rasierblatt nicht reicht, dann haben wir ein Problem. Uff, schnell! Klick. Gibt's Klick? Okay, es reicht. Ja, krass, oder? Ja, Level. Ich hab verloren. Habe ich mein Pokémon das nicht für gut genug beigebracht? Warum kriegt man keinen Boni, wenn man irgendwie die Trainer von hinten anspricht, dass sie irgendwie erschreckt haben? Oh Gott, wir sind immer noch bei Pokémon. Ja und? Aber ich habe mal noch eine Frage. Du hast gesagt, man darf ein Pokémon, wenn das mit den Shinies ist, davon sich saven, ja? Ja. Was ist, wenn 6 Pokémon kommen? Ja, dann musst du halt einen Shiny austauschen. Du kannst ja auch einen Shiny gegen andere Shiny austauschen lassen. Was? Nein, du musst einen Shiny ins Team nehmen. Du kannst das andere Shiny doch nicht einfach wegpacken. Oder? Ja, wenn du sagst, ich soll das andere Shiny rausnehmen, dann muss ich das wohl tun. Das wird dann mal noch nicht sagen. Ja, doch. Aber ich meine ja nur, wenn du... Theoretisch, das wollte ja niemals passieren, aber wenn 6 Shinies kommen... Dann ist ja das 6. Pokémon, was eigentlich für dich gesichert ist, was im Team bleiben darf, nicht gesichert, weil... Ja doch, das bleibt gesichert. Die Regel steht über allem. Du stehst über allem, weißt du? Nein, ja, das ist super, oder? Freue ich mich. Nein, tust du nicht. Ich dachte, die fährt der Kampf leichter, weil du ein Flug-Pokémon hast. Ja, aber nicht, wenn ich ausgewechselt werde die ganze Zeit. Das ist natürlich ein Problem. Das verstehe ich. Oder Metanite stirbt wegen Crit. Das wäre schlecht. Ja, wär's, ne? Zum Glück würde mir sowas niemals passieren. Nee, sowas passiert dir doch nicht. Wie kommst du auf die Idee? Stehen geblieben! Och, Mann. Läuft doch bei dir, oder? Alter! Zieh doch mal auf. Und tot. Nein, das reicht nicht. Schade.
Komm, der kann auch zurückschrecken. Ja. Wie gut. Nein. Oh, oh Gott, geht das aus dem Weg. Ich will nicht. Lass mich. Ich hab gesagt, ich hatte schon Probleme. Ah, schön. Weil klingt jetzt schon nicht gut für mich an, was ich jetzt schon alles. Boah. Das heißt ja nicht, dass sie Probleme gegen mich haben werden. Doch. So, was ist jetzt hier? Eine Infotafel. Man kann campen. Ja, danke. Oh, einen Feuerheiler. Cool. Brauchen wir hier auch. Geh doch weg, Kotomi. Was soll das? Hilfe! Hilfe! Wird da eingedrängt. Es verfolgt mich. Ey! Nein! Mama! Ist das immer noch hinter mir? Nein, nicht mehr. Okay. Blödes Kotomi. Ich bin zickzacks los. Ah, ah, ah. Ja, die sind krass. Och nee, was ist da denn? Müllsack-Pokémon, ich seh's schon. Haha, jetzt hab ich dich gesehen und jetzt kämpfe ich gegen dich. Und du wirst verlieren. Oh, er hat einen Knospen. Nein, wirst du verlieren gegen den. Ich hoffe nicht. Was glaubst du? Wenn mich wieder Müll abzieht? Nee, das Müll-Pokémon ist nicht im Weißt du. Ich glaube nicht, dass der das hat. Mann, mach doch nicht Absorber. Das war eigentlich mein Crit. Crazy. Jetzt lass das doch. Entwickelt sich dein Starter auf 16, oder? Denke ich mal. Oh Gott, Omi. Nee, das ist die Vorentwicklung noch. Aller Blattwerk. Los, Angriff! Wumm! Nein! Ich will Furienschnabel haben. Was? Furienschnabel? Ja. Hast du ja nicht Furienschlag? Nicht so? Nee, diesen. Diesen für Stukattacken verstärkt. Ist das nicht Furienschnabel? Nein, das ist Hackattacke, was? Weiß nicht, was ich gerade. Du meinst Verstärken von Flugattacken? Ja. Das Item. Das ist Hackattacke oder wurde das umbenannt? Weiß es nicht. Irgendwie. Also gefühlt habe ich auch irgendwas im Kopf, dass das nicht mehr so heißt, aber das, was du gerade sagst, ist für mich irgendwie nicht so. Ja, okay, hallo, Sania. Ah, da kommt ja unsere Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Öffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Ach, was ist denn? Was den Hopp gelassen? Ja, der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp, er kann nicht einfach stillstehen, aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du das Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten. Wow, es ist eine Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose benutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Gala-Region. Ich kann nicht sagen, dass es ihn wirklich verstehe, aber es ist schon ein besonders werter Typ irgendwie. Naja, ich habe mich schon ganz schön zugequetscht, aber danke, dass du mir geholfen hast. Und zugehört hast. Du kriegst einen Fluchtzahl. Hier bitte. Ja, kommt übrigens gleich eine Höhle. Oh, ja, ich kann dich auch mal heilen. Aber Teufel ist noch ein weiter Weg, aber du schaffst das schon. Tschüss. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Zeitpunkt, den Party zu beenden. Und dann werden wir im nächsten Part hier weitergehen und wahrscheinlich durch die Mine gehen und in Richtung Turfield aufbrechen. Ja, ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Also, verpassen und Like da lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.